Sonntagmorgen, du bist hier genau richtig. Wenn du schon viel versucht hast, weiterzukommen, wenn du schon selbstständig bist, haupt- oder nebenberuflich, oder willst eigentlich dein eigenes Ding jetzt mal erfolgreich durchziehen, zu dir selbst finden möchtest, es auch cool fändest, wenn du überhaupt mal weißt, was deine Lebensaufgabe, was dein Seelenplan ist und du bislang aber noch eine Tätigkeit ausübst, einen Job, der dich nicht wirklich erfüllt. Und vielleicht bist du ja auch schon, seit du denken kannst, auf der Suche nach dem einen Ding, wo du sagst, yes, das ist es, dafür hüpfe ich morgens aus dem Bett. Oder auch, wenn du schon vieles ganz toll geschafft hast, aber immer noch das Gefühl hast, nicht wirklich angekommen zu sein, schon etliche Ausbildungen gemacht hast. Keine Ahnung, astrologische Auswertungen, Aufstellungen und trittst immer noch auf der Stelle. Dann herzlich willkommen zum Sonntag-Live-Training. Wir werden heute über 12 Dinge sprechen, die du auf gar keinen Fall brauchst, um erfolgreich dem Ruf deiner Seele zu folgen. Und du wirst 5, eigentlich noch mehr Schritte erfahren, die du ja auf jeden Fall beachten solltest, wenn du frei und selbstbestimmt leben möchtest. Und deshalb gratuliere ich dir auch, dass du da bist. Das zeigt, dass da tief in dir so eine Stimme ist, die etwas verändern möchte. Die vielleicht schon ganz lange zu dir spricht und sagst, hey, da muss doch noch eigentlich mehr im Leben sein, als das, was ich gerade vorfinde. Warum weiß ich das? Weil das so die Stimme war, die viele, viele Jahre, bei mir viel zu lange eigentlich, aber es gehörte zu meinem Weg dazu, bei dir muss es aber nicht länger sein, auch in mir war und mir gesagt hat, das, was ich hier gerade mache, das, was ich hier an Lebenswirklichkeit vorfinde, ist nicht mehr das, was mich erfüllt, was mich glücklich macht, was mich morgens aus dem Bett hüpfen lässt und ist auch nicht das, was ich meinen Kindern mit auf den Weg oder unseren Kindern mit auf den Weg geben möchte. Ich wollte viel lieber mein eigenes Ding machen, aber mir hat auch die Klarheit und das Vertrauen gefehlt, was der Weg ist, was mein Ding ist. Und deshalb ist es so schön, dass du jetzt heute hier bist. Du könntest auch einfach weiter nichts tun, wertvolle Lebenszeit vergeuden oder dich weiter ausgeliefert fühlen. Aber du bist hier und deshalb lass uns starten. Für diejenigen, die mich jetzt heute hier zum ersten Mal sehen, wir haben ja ganz viele wunderbare neue Mitglieder die letzten Tage in unserer Community hier begrüßen dürfen. Mein Name ist Irmgard Anna Bronder und ich helfe Frauen in erster Linie, Männer sind auch natürlich herzlich willkommen, mit Hilfe des Seelenplanes das Hamsterrad zu verlassen, um selbstbestimmt mehr Freude, Leichtigkeit, Spaß und auch Geld im Leben zu haben. Ich bin seit 2005 auf diesem Weg. Inzwischen gibt es die Irmgard Anna Bronder Akademie und mit verschiedenen Mentoring-Programmen, je nach Dauer, ganz individuell zugeschnitten auf die wunderbaren Akademikerinnen, sprich diejenigen, die wirklich Schritt für Schritt ihr eigenes Ding machen möchten. Und ja, es gab Zeiten in meinem Leben, wo ich genauso wie du spürte, dass es noch mehr geben muss als das, was ich gerade erlebe. Ich war 30 Jahre im öffentlichen Dienst, war die ersten Jahre ganz klar sehr stolz auf diese Stelle, aber im Laufe der Jahre wurde ich einfach zunehmend unzufriedener und fühlte mich auch fehl am Platz, weil ich mir einfach mein Leben nicht mehr von anderen vorschreiben lassen wollte, wann ich am Arbeitsplatz zu sein habe, wann ich Urlaub machen darf, wie viel Geld aufs Konto fließt. Ich wollte das einfach selbst bestimmen. Aber das sind alles Dinge, die dir sicherlich bekannt vorkommen. Deshalb lass uns starten. Lass uns erstmal über 12 Dinge sprechen, die du auf gar keinen Fall brauchst, um erfolgreich zu sein. Wie komme ich überhaupt da drauf, das heute jetzt hier im Sonntag live zum Thema zu machen? Ich habe die letzten Tage, Wochen so oft gehört, ich habe jetzt bald meine Ausbildung fertig und jetzt bin ich gerade dabei, mal meine vielen Dinge, die ich gelernt habe, was ich auch vorher schon gemacht habe, mal in einem Produkt zusammenzufassen oder überhaupt mal einen Plan zu machen. Wie zeige ich mich jetzt da draußen?
oder ich jetzt mache ich die Webseite erstmal und bin gerade dabei, mir ein schönes Logo zu erstellen. Habe auch schon dran gedacht, einen YouTube-Kanal zu eröffnen und solche Dinge. Oder schreibe erstmal meine Geschichte in einem Buch nieder und mit dem Buch zeige ich mich dann da auf der Welt, da draußen, ne, bei den Menschen mit meiner Botschaft. Und das sind alles Dinge, die nicht funktionieren. Und das erläutern wir jetzt auch. Und das ist das Thema des heutigen Sonntagslives. Wir machen das normalerweise genauso auf dem Weg, wie ich es gerade beschrieben habe. Wir machen eine Ausbildung, die uns interessiert, weil wir uns vorher im Beruf, in dem Job, in dem wir sind, nicht mehr wirklich wohlfühlen, haben so die innere Stimme in uns, wir würden gerne was anderes machen, das eigene Ding machen, weil uns das viel mehr Freude und Spaß macht. So, und dann schauen wir uns im Umfeld um. Wie machen die anderen das? Ja? Wir schauen vor allem vom Preis her, was machen Kollegen, wie gestalten die ihre Preise? Oder beim Ausbilder war bei mir früher so, als ich 2006 die Ausbildung zur Mentaltrainerin abgeschlossen hatte. Mein Ausbilder hatte damals, ich glaube, 90 Euro die Stunde angesetzt und da habe ich dann gedacht, naja, bin ja noch nicht so weit wie mein Ausbilder, habe ja noch nicht so viel Wissen und so viel Erfahrung, dann lass mal 70 Euro oder manchmal habe ich sogar nur 50 Euro für die Stunde angesetzt, lass mal weniger machen, so weit bin ich ja noch nicht. Das sind alles so Dinge, wo wir dann schauen, was andere machen und wie wir damit dann eben am Markt uns den Kunden zeigen können, also den Menschen zeigen können, mit denen wir unsere Botschaft, mit denen wir die Hilfestellung, denen wir die anbieten möchten, zeigen. Und sehen dann auch, oh, der hat ja eine ganz tolle Webseite. Was für eine tolle Webseite. Der hat so einen tollen Instagram-Kanal oder die. Der hat einen YouTube-Kanal mit keine Ahnung wie viel Tausenden von Followern. Oder hat einen Podcast, wo er dann regelmäßig streamt mit seiner Botschaft. Brauche ich auch. Ja? Und so, vielleicht kennst du das, verbringen wir dann Stunden, Tage, manche sogar Wochen und Monate damit, eine Landingpage zu bauen, eine Webseite zu bauen, ein Logo zu erstellen. Produkt zu erstellen, komme ich gleich noch dazu. Beschäftigen sich damit, wie funktioniert überhaupt ein YouTube-Kanal oder wie geht das mit dem Podcast? Sind regelmäßig auf Facebook vielleicht aktiv, auf dem Instagram-Kanal und wundern sich dann, warum niemand sich meldet oder man nicht so auf den grünen Zweig kommt, dass man sagen kann, okay, jetzt kann ich meinen, wie man so schön sagt, Brotjob an den Nagel hängen, kann kündigen und kann mein eigenes Ding erfolgreich durchziehen. Weil hinter allem steckt eine ganz bestimmte Strategie. Kommen wir gleich auch noch dazu. Was ich auch schon oft gehört habe die letzten Tage, dass jemand gesagt hat, ich habe gesehen, der oder die, die hat da so ein Goodie, also so ein Freebie, also ein kleines Produkt, was nichts kostet. Das schreibe ich jetzt zuerst. Ich mache jetzt erstmal so ein Freebie, dann schalte ich Werbung und dann finden die Menschen mich und dann kann ich so meine Botschaft mit der Welt da draußen teilen. Und machen dann letztlich die Erfahrung, dass sie ganz, ganz viel Geld da auch in den Sand setzen. Weil Werbung funktioniert wunderbar. Aber auch dahinter verbirgt sich eine gewisse Strategie. Also da kann man ganz, ganz viel Geld mit verbrennen, wenn man nicht ganz genau weiß, was sich dahinter verbirgt. Dann habe ich auch so oft gehört schon, ich mache jetzt erstmal Flyer und verteile die dann. Das sind alles Dinge, die habe ich früher gemacht, 2005, 2006, als wir angefangen haben. Weiß ich noch, wir hatten 5000 Flyer gedruckt. Und bin damals im ganzen Saarland
sind wir rumgefahren, mein Mann und ich, und haben diese Flyer, so eine Woche hatten wir uns da als Zeitfenster gesetzt, Flyer verteilt und gedacht, so, einmal die 5000 Flyer verteilen und dann läuft das Ding. Ja. Nicht nur, dass das damals auch eine andere Zeit war, also ich habe auch noch mit einer Homepage angefangen, nur damals hat das noch funktioniert. Mit den Flyern hat weniger gut funktioniert, da haben wir auch viel Zeit unnütz vergeudet mit der Flyergestaltung, dann haben wir Visitenkarten auch uns drucken lassen, das höre ich auch in der letzten Zeit immer mal wieder, Visitenkarten sich machen zu lassen mit einem tollen Logo. Und ich kann dir auch sagen, warum das nicht funktioniert, gerade bei dir oder gerade bei den Menschen, zu denen du wahrscheinlich auch gehörst, die sehr vielseitig interessiert sind, die viele Talente haben, die viele Interessen, viele Fähigkeiten, vielleicht auch schon viele Zertifikate und Ausbildungen. Das Ding ist, dass wir nicht ganz klar die Menschen ansprechen, oder dass du bis eben nicht die Menschen angesprochen hast, die wirklich zu dir passen, mit einer ganz glasklaren Botschaft. Und so, den Fehler habe ich auch viel gemacht. Ich habe irgendwo zum Beispiel eine Anzeige gesehen, wo ich gedacht habe, wow, bin dann auf die Webseite von demjenigen, nochmal wow, und habe dann versucht, in der Richtung was nachzubauen, nachzubasteln. Oder man sieht irgendwo, kennst du vielleicht auch, man sieht irgendwo einen Post, der ganz, ganz viele Likes und Kommentare hat und keine Ahnung, wie oft geteilt wurde. Und dann denkt man, wow, das scheint ja gut zu funktionieren. Und dann formuliert man den ein bisschen um. Und dann wundert man sich, warum es niemanden interessiert. Es ist letzten Endes, hinter allem steckt eine ganz individuelle Strategie, die auf dich abgestimmt sein darf. Du darfst ganz klar in einer Kundensprache sprechen. Du darfst ganz klar wissen, was wirklich deine Mission, deine Botschaft ist. Und das sind so zunächst mal so diese 12 Dinge, ich habe noch mehr aufgezählt, die du definitiv nicht brauchst, um dein eigenes Ding zu machen. Also, du brauchst keine Webseite, du brauchst keine Flyer, du brauchst kein kostenfreies Webinar. Hat mir auch die Woche jemand erzählt. Ich bin jetzt gerade dabei, mein kostenfreies Webinar zu gestalten. Und darauf schalte ich dann Werbung und dann läuft das Ding. Ja? Wenn du auch noch in der Richtung unterwegs bist, dass du sagst, was ich zwar gerade jetzt in der besonderen Zeit, die wir haben, noch am wenigsten verstehe, ich brauche jetzt physische Räume. Ich hatte auch mal physische Räume, eine Praxis, hieß damals mentale Gesundheitspraxis Kraftquelle selbst, das auch mehr oder weniger gut funktioniert hat, nur in der heutigen Zeit, wo von außen jederzeit nochmal, und darauf schlittern wir ja anscheinend Deutschland, Österreich, Schweiz auch nochmal hin, so der nächste Lockdown nochmal droht, dann lassen wir uns immer von jemand anderem vorschreiben und müssen uns ja auch nach diesen Vorschriften dann ja, unser Unternehmen gestalten. Dann sind wir aber immer abhängig, sagen wir es mal so, abhängig von Bestimmungen von außen. Das ist nicht die Zeitqualität, die wir gerade haben. Und dahinter verbirgt sich auch jetzt in dieser besonderen Zeitqualität, die wir haben, die ganz besondere Chance, wirklich online, ortsunabhängig zu arbeiten und vor allem auch unabhängig von äußeren Gegebenheiten, sodass dir nie jemand vorschreiben kann, wann du arbeitest, wie du arbeitest und wo du arbeitest. Und vor allem, dass du es den Menschen, die zu dir passen, es viel, viel leichter machst, dich zu finden und sich von dir begleiten zu lassen. Ja? Also du brauchst auch keine physischen Räume. Du brauchst keine Facebook-Ads. Du brauchst keinen YouTube-Kanal. Du brauchst keinen Podcast. Du brauchst keinen Instagram-Kanal. Und du brauchst auch keine Goodies, Freebies, ein Buch, irgendwelche kostenlose Angebote, weil hinter all diesen Dingen, die du vielleicht bis eben da draußen beobachtet hast,
wo du gesagt hast, wow, derjenige ist mit dem Podcast zum Beispiel erfolgreich und du traust dir zu, deinen Podcast schon zu machen, weil du dich von der Technik her auskennst, weil du sagst, du kannst gut sprechen, kannst gut reden. Das wird dir auch Freude machen. Das brauchst du einfach nicht, solange du nicht eine ganz auf dich abgestimmte Strategie hast, die zu dir, zu deiner Mission, zu deiner Lebensaufgabe passt. So, und jetzt kommen wir zu den Dingen, die du wirklich brauchst. Die du wirklich brauchst, um erfolgreich dein eigenes Ding zu machen. Der erste, allerwichtigste Schritt ist, und ich spreche jetzt nur von den Dingen, die bei mir tatsächlich alles geswitcht haben. Weil ich war vorher auch mit so einem Bauchladen unterwegs. Das ist auch ein Fehler, den viele machen. Gerade die sehr vielseitig interessiert sind, viele Talente, Fähigkeiten haben. Ich habe früher, wenn du auf meinem YouTube-Kanal zum Beispiel schaust, den es ja noch aus damaligen Zeiten gibt, da findest du Informationen zum Mentaltraining, zu einem glücklicheren, freien Leben, zum Thema Geldmindset. Du findest Dinge, Wildkräuter, du findest Dinge zum besseren Ernähren, zum Thema Selbstversorgung. Also so diese ganze Palette. Mit so einem Bauchladen war ich immer unterwegs. Das kann natürlich auch nicht funktionieren. Und das war eins meiner größten Hindernisse damals, auch wirklich erfolgreich durchzustarten. Und wahrscheinlich geht es dir auch so, dass du ganz viele Interessen hast und deshalb entsprechend viel anbietest, so nach Spaghetti-Prinzip, an die Wand klatschen, mal gucken, was hängen bleibt. Das funktioniert nicht, weil dann sprichst du viele an und letzten Endes doch niemanden. Was aber auch sein muss, unbedingt für dich als vielseitig Interessierte, die du auch sicherlich sehr feinfühlig und wahrnehmend bist, all deine Talente und Fähigkeiten, die dürfen und müssen sogar, sonst hast du immer das Gefühl, irgendwas fehlt, zu einem wunderbaren Ganzen zusammengefügt werden. So, und dazu brauchst du im ersten Schritt schon mal Klarheit, was ist überhaupt deine Lebensaufgabe? Was ist überhaupt deine Lebensaufgabe, deine Mission, nicht die Vision, sondern die Mission, die du, deine Seele, sich für dieses Leben hier vorgenommen hat? Warum bist du überhaupt hier? Was ist deine Mission, die du mit dir hergebracht hast? Das ist der erste wichtige Punkt, darüber brauchst du Klarheit. Warum das so ist, das wird gleich jetzt noch deutlich. Du darfst deinen Seelenplan kennen. Dein Seelenplan ist das Resultat aus deiner bisherigen Lebensgeschichte und deinem Wissen, das du dir aufgrund deiner Lebenserfahrung die letzten Jahre, Wochen, Monate angeeignet hast. Unter dem Tenor, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Weil daraus resultieren Dinge, die du wunderbar gemeistert hast, wo du schon Meister darin geworden bist. Du siehst es bis eben sicherlich in vielen Bereichen wahrscheinlich noch nicht, weil es für dich schon so selbstverständlich ist. Dinge, gerade die Dinge, die für dich total selbstverständlich sind, die dir von der Hand gehen, wo du gar nicht drüber nachdenkst, wo du glaubst, das kann ja jeder, das weiß ja jeder. Das sind die Dinge, die dich ausmachen und unter der Fragestellung zugeordnet sind, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt. Und dann darfst du dem Ruf der Seele folgen, sprich auch deinen Seelenberuf daraus kreieren. Und das sind alles Dinge, die hat man uns nur beigebracht. Also das ist schon mal das Fundament. Deine Lebensaufgabe, dein Seelenplan und dann dein Seelenberuf daraus kreieren. Und das ist die Zeitqualität, in der wir uns jetzt hier bewegen. Das ist die Zeitqualität. Das ist das goldene Zeitalter. Darin verbirgt sich eine riesen Chance für dich jetzt mit einer auf dich abgestimmten Strategie, mit deinem Wissen, mit deinem Lebensplan, mit deiner Seelenaufgabe jetzt durchzustarten. Nächster Punkt ist, du darfst unbedingt beginnen, anders zu denken als bisher. Denn unsere Gedanken, die sind nicht nichts. Mit unseren Gedanken erschaffen wir uns unsere Lebenswirklichkeit. Nenn es auch gern Mindset, das ist so der neueste Begriff dazu. Du kennst so diesen Ausdruck wie innen so außen. Deine Lebenswirklichkeit im Außen, die beginnt hier innen. Die beginnt mit deinen Gedanken.
Nichts und niemand anderes erschafft sich die eigene Lebenswirklichkeit. Weder jemand anderes, nur wir selbst. Mit dem, was wir ständig denken. Und du kannst es mit den Gedanken dir so vorstellen wie bei einem Radiosender. Die Frequenz, auf welche der Radiosender sendet, die empfängt er auch. Und letzten Endes diese Geschichten, diese Zwiegespräche, die wir ständig mit uns selbst führen, insgeheim und selbst erzählen, die senden wir wie eine Art Frequenz ans Universum. Und das Universum sagt immer, dein Wunsch ist mir Befehl. Und so ziehen wir dann einfach die Dinge in unser Leben, die wir aussenden. So, also beginne anders zu denken. Du darfst diese bisherigen Gedankenmuster, die darfst du durchbrechen, um stabil in die Richtung auch zu denken, wo du tatsächlich hin willst. Und ja, dazu darfst du natürlich auch wissen, was ist deine Vision? Jetzt mit V geschrieben, eben haben wir von der Mission gesprochen, jetzt sprechen wir von der Vision. Das ist letzten Endes dein Motor, warum du überhaupt losfährst, dass du weißt, wo sollst du überhaupt hingehen. Was ist deine Vision, die du in dir trägst, die du nicht nur mit der Welt auch teilen möchtest oder mit den Menschen oder dein Beitrag, den du für die Welt sein möchtest, für die Umwelt, für andere Menschen, für Kinder, für wen auch immer und auch wie du leben möchtest, wenn alles für dich möglich wäre, wie und wo würdest du gerne leben? Das ist auch elementar wichtig. Denn schau mal, du kannst dir das bislang so vorstellen, du hockst in einem Ferrari oder in einem Maserati, aber du gibst kein Gas, weil du gar nicht so richtig weißt, wo es hingeht, wo es überhaupt hingehen soll. Oder, wie das bei mir früher auch war, ein anderes metaphorisches Bild, du hockst in einem Boot auf dem See und schipperst da so in der Gegend rum. Probierst mal das aus, machst mal eine Webseite, machst mal einen Flyer, machst mal ein Logo, besuchst mal noch einen Kurs, weil du denkst, ah, das klingt total interessant, das brauche ich auch noch. Dann läuft es rund. Oder, jetzt habe ich gerade mal Lust, einen YouTube-Kanal zu machen. Dann eröffne ich mal einen YouTube-Kanal, probiere es mal mit ein paar Videos, mal schauen, wie das ankommt. Oder ich druck mal ein paar Flyer und verteile die. Ja, es sind alles Dinge, ich spreche hier aus meinem früheren Leben, die ich versucht habe. Und solange ich in der Richtung in meinem Bötchen saß und sternenförmig in der Gegend rumgefahren bin oder geschippert bin vielmehr, konnte das Ding nicht so funktionieren, dass ich wirklich hätte sagen können, so, jetzt kann ich kündigen, jetzt fließt so viel Geld auch vor allem stabil jeden Monat, jetzt kann ich tatsächlich mein eigenes Ding machen. Ja? Also du darfst beginnen, anders zu denken als bisher und eine glasklare Vision haben, wo geht es denn überhaupt hin? Weil das rettende Ufer, das ist auch für dich da. Deine Seele, die steht längst da und ruft, um es mal metaphorisch auszusprechen, komm hierher, hol dir das Navigationssystem dahin. Ja? So. Du kannst dir das mit den Gedanken auch so vorstellen, es ist alles, was du um dich herum siehst, zu allem, sei es dein Mobiliar, sei es das Haus, in dem du dich befindest. Das hat alles mit einem Gedanken, mit einer Idee mal angefangen. Irgendjemand hatte die Idee, das Haus so zu gestalten. Irgendjemand hatte die Idee, den Sessel so zu gestalten. Und bevor dieser Sessel oder das Haus dann tatsächlich zur Materie, also fürs bloße Auge, sichtbar wurde, was war dazwischen? Die Handlung. Weil erst ist der Gedanke da, die Idee, dann ist derjenige ins Handeln gekommen, hat es entweder selbst gemacht oder hat ja einen Architekt geholt, wenn wir beim Haus sind und hat den Plan erstellt, dann sind Menschen dazugekommen, die das Haus gebaut haben und dann ist es zur Lebenswirklichkeit, zur Materie, zur Realität geworden. Das, was wir mit dem bloßen Auge sehen können. Ja, das sind immer mit allem die absolut gleichen Schritte. Und Albert Einstein war es, glaube ich, der hat gesagt, der größte Wahnsinn ist es, weiter so zu denken wie bisher und zu erwarten, dass andere Resultate im Leben
kommen. Und das Ding ist, und daran scheitern auch die meisten, stabil anders zu denken als bisher und vor allem, gerade wenn man sich in einem Umfeld befindet, die selbst auch nicht dort sind, wo du hin möchtest, dann tatsächlich anders zu denken, stabil anders zu denken, das ist zusätzlich eine Challenge. Und da scheitern einfach viele, die sich dann sagen, mir ist das jetzt zu anstrengend, ich kann das nicht, ich schaffe das eh nicht und wieder resignieren, dann kommen die Selbstzweifel dazu. Wenn du es aber mal, und dazu würde ich dich jetzt mal gern einladen, wir haben alle einen freien Willen. Und ich würde dich jetzt mal gern dazu einladen, dich dem Gedanken zu öffnen. Selbst wenn die ganze Welt, alle Menschen denken, das funktioniert nicht, weil. Es gibt schon zu viele, auch in deinem Bereich, dein ganzes Umfeld sagt dir, damit kannst du kein Geld verdienen, das ist viel zu unsicher und keine Ahnung, tralala, was auch immer. Du selbst kannst dennoch für dich entscheiden, was du weiter denkst und vor allem auch denken, was ist, wenn es doch funktioniert? Gutes Beispiel, die Hummel. Rein von der Statik her, sie weiß wohl nicht, dass sie eigentlich nicht fliegen könnte, aber sie fliegt einfach. Also du selbst, egal was dein ganzes Umfeld denkt und egal was dein ganzes Umfeld dir erzählt, du kannst trotzdem die Entscheidung treffen, will ich das glauben? Was will ich denken? Und bewusst eine Entscheidung treffen, zu denken in die Richtung, wo du überhaupt hin möchtest. Das ist damit gemeint, dass du darfst beginnen, stabil anders zu denken als bisher. Der nächste Punkt ist, im Laufe der Jahre in der Kinderstube, später auf dem Weg zum Erwachsenen, sogenannten Erwachsenwerden, sind so viele Schleier, Prägungen, Energien in unser Energiefeld gekommen, die uns auch daran hindern, unseren Weg zu gehen. Wirklich den Mut, das Selbstbewusstsein, die Selbstliebe, das Selbstvertrauen, alles, was mit dem Selbst zu tun hat, in die Richtung zu gehen. So, und jetzt Achtung, das ist auch ein Fehler, den viele machen. Und vor 12, 14 Jahren hätte ich auch noch gesagt, lass mal nochmal Rückführung machen und dann arbeiten wir mal noch mit Timeline und mal noch mit ein paar Hypnosetechniken und ein paar Klopftechniken und keine Ahnung, was auch immer ich dann immer so aus dem Hut gezaubert habe, um das und das zu lösen und dann. Die jetzige Zeitqualität, in der wir haben, in der darf es schnell gehen, in der ist noch viel mehr der Weg das Ziel. Was meine ich damit? Ich würde dich gern dazu einladen, dich dem Gedanken zu öffnen. Ja, du solltest und darfst dich auch von unsichtbaren Schleiern, Energien, Prägungen, die irgendwo in deinem Energiefeld sich aufhalten, die du irgendwann mal eingeladen hast, warum auch immer, wann auch immer, sei es aus diesem Leben resultierend, aus früheren Leben, die da irgendwie wie Blockaden, wie Schranken, wie Mauern, wie, keine Ahnung, Felsbrocken dir im Weg liegen, die dürfen beiseite geräumt werden. Aber so, wie du dich auf dem Weg zu deiner Mission, zu deiner Vision begibst, so wie es aufkommt. Weil letzten Endes, wir können unser ganzes Leben Zeit damit verbringen, Schleier zu lösen, Energien zu klären, Prägungen zu ändern, Glaubenssätze zu ändern, um dann irgendwann zu merken, oh, was ist das jetzt schon? Du kannst dir das so vorstellen, wenn du von München nach, keine Ahnung, nach Hamburg fährst und irgendwo ist eine Schranke. Du guckst ja auch nicht in München dann schon, welche Schranken sind auf dem Weg von Hamburg. Von München nach Hamburg, welche Schranken sind da, wo wird mir der Weg versperrt, welche Baustellen sind da auf dem Weg, sondern du fährst einfach los. Und wenn irgendwo eine Baustelle ist, entweder du entfährst sie oder es gibt eine Ampelanlage, wo du wartest, bis der Verkehr frei ist und dann wirst du da durchgeleitet. Und genau so
Das ist die Zeitqualität jetzt, dich von diesen Dingen zu befreien. Ja, damit machst du es dir leichter, aber auf dem Weg schon zu deinem Ziel. Nicht dich erst noch mit beschäftigen, dies und jenes zu lösen. Also nicht diese klassische, erst wenn dann. Erst wenn ich das und das gelöst habe, dann. Erst wenn ich komplett mit mir im Reinen bin, dann. Erst wenn auch ich die glückliche Partnerschaft lebe, dann kann ich erst anderen Menschen zeigen, auch eine glückliche Partnerschaft zu haben. Ja, also solche Dinge. Der Weg ist das Ziel, ein ganz wichtiger Aspekt. Nächster Aspekt habe ich eben schon angedeutet. Finde den roten Faden in deinem Leben. Du hast bislang so vieles in deinem Leben an Dingen erlebt, die du als positiv bezeichnest. Du hast sicherlich auch einiges erlebt und durchgemacht, wie man so schön sagt, die schmerzlich sind oder waren, die du aber gemeistert hast. Und all das sind Dinge, die dich einzigartig machen. Du hast dir daraus resultierend Fähigkeiten angeeignet, aus Situationen Kraft und Energie geschöpft, ganz viele eigene Learnings gehabt. Das sind die Dinge, die sich wie so ein roter Faden durch dein Leben ziehen, wo du aber schon, die du gemeistert hast, die du auf deine eigene Art und Weise gelöst hast. Und dahinter verbirgt sich auch der tiefere Sinn deines Lebens, warum du hier bist. Diesen roten Faden darfst du auch klar in deinem Leben haben. Und daraus resultieren dann dir die Frage stellen, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Was ist in deinem Leben für dich so selbstverständlich? Was leistest du alles? Was hast du schon alles geleistet? Was würdest du tun, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würden? Was würdest du dann machen, wenn jeden Monat automatisch, ja, ich sag mal, 5.000 oder 10.000 Euro auf deinem Konto frei zur Verfügung wären? Mit welchen Gaben, Talenten, Fähigkeiten würdest du dann anderen Menschen eine Freude machen, andere Menschen helfen, andere Menschen unterstützen oder ein Beitrag sein für Mutter Erde überhaupt, für die Natur? Welche Projekte würdest du gerne unterstützen? Und sobald du Antworten auf diese Fragen hast, bist du seinem Seelenberuf ein ganz, ganz großes Stück näher und weiter. So, und jetzt kommen wir zu dem Thema, einen ganz klaren Fokus zu haben, ein System zu implementieren, welches dir wirklich ein absolut sicheres Einkommen auch jeden Monat generiert, damit du auch frei agieren kannst. Und da ist es ganz, ganz wichtig, über den Seelenplan haben wir jetzt gesprochen, über deine Lebensaufgabe, über deine Mission, über deine Vision, dass du eine Strategie kennst und weißt, wie du kommunizierst. Das ist etwas, was wir auch in der Akademie machen. Die Magie der Kundengewinnung, also du hast bestimmt schon mal was von gehört, werde magisch anziehend für deine Kunden oder dass die Kunden einfach so zu dir kommen, ohne dass du viel dafür machen musst. Dahinter verbirgt sich, Strategie ist jetzt der falsche Ausdruck, wie sage ich das? Dahinter verbirgt sich eine ganz klare Sprache, die du sprechen darfst, damit die Menschen da draußen, die es ja da draußen gibt, die nur darauf warten, dass du dich mit deinem Seelenplan, deiner Mission, deiner Mission ihnen zeigst, die sich von dir helfen lassen wollen, du darfst deren Sprache sprechen. Du darfst die Sprache deiner Kunden sprechen. Das ist auch das Ding. Wenn du es vielleicht schon mal gesehen hast, irgendwo ein toller Post mit ganz vielen Likes und du hast diesen Post dann so als Basis genommen, hast ein bisschen ja, umformuliert und wunderst dich dann, wenn du dich dann traust, den auf Instagram zu posten oder auf Facebook oder auch ein Video draus machst, weil du einen YouTube-Kanal hast, dass das niemanden interessiert. Warum? Weil der oder diejenige, die diesen Post gemacht hat, der total oft geliked wurde und, die hat speziell ganz glasklar die Menschen angesprochen, die zu ihr passen. Und solange du versuchst, solche Dinge zu kopieren, ist es nicht das, was dich selbst ausmacht und
Du sprichst einfach nicht die Sprache der Menschen, die zu dir passen. Die darfst du herausfinden. Da gibt es auch ganz klare Schritte. Das wird jetzt den Rahmen hier füllen und da auch noch drauf einzugehen. Wisse, dass das wichtig ist, dass du ganz klar nicht nur weißt, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt, dass du ganz klar den roten Faden formulierst, dass du daraus auch in einem kurzen Satz sagen kannst, wer deine Zielgruppe ist, welches Problem du löst und welches Problem die in erster Linie haben. Das muss in einem Satz gesagt sein. Wenn ich das manchmal, welche Frage, die mir sagen, ja, ich habe schon mein Ding, ja, für wen bist du denn da? Ich habe den, das war bei mir früher auch nicht anders. Ich habe dann eine halbe Stunde erzählt, was ich mache und habe bei meinem Gegenüber immer größere Fragezeichen in den Augen gesehen, die sich dann überlegt hat, was macht die jetzt, von was redet die? Manche haben nachgefragt, die meisten waren dann mal einfach nur froh, dass ich dann irgendwann mal ruhig war und nichts mehr gesagt habe, weil meine Botschaft war nicht klar, was ich transportieren möchte. Das ist so, so, so wichtig. Und daraus resultieren kannst du auch erst die Menschen ansprechen da draußen, die im universellen Feld eigentlich schon darauf warten, dass du dich zeigst mit deinem Seelenplan, mit deiner Lebensaufgabe. Und dann ist es auch wichtig für dich zu wissen, herauszufinden, wo sind diese Menschen unterwegs. Das kann Facebook sein, das kann Xing sein, das kann LinkedIn sein, das kann der YouTube-Kanal sein, das kann Instagram sein, das kann auch eine Zielgruppe sein, die tatsächlich in erster Linie einen Podcast hört. Aber du musst das wissen, sonst funktioniert das nicht, sonst ist das möglicherweise oder schlimmstenfalls ein lebenslanges Ausprobieren mit irgendwelchen Dingen. Oder sind es tatsächlich Menschen, die diese ganzen Medien, die ich gerade erwähnt habe, sich gar nicht angucken, sondern tatsächlich nur googeln, nur auf Webseiten fixiert sind und sich nur anhand von Webseiten, von Beschreibungen, von Webseiten sich jemanden aussuchen, der sie begleitet. Die mag es ja auch geben. Nur dann, wenn das dein Klientel ist, wenn du herausfindest, das genau ist meine Kundengruppe, dann darf die Webseite auch so gestaltet werden, dass sie auch gefunden wird. Wenn jemand dein Thema dann googelt, dann musst du als oberstes oben platziert sein. Weil wenn du von dir ausgehst, wenn du mal was googelst und suchst was, du guckst so die ersten drei, vier Dinge auf der Seite an. Wenn du da schon nicht findest, was du suchst, bist du schon wieder weg, gibst schon wieder einen neuen Suchbegriff ein. Du gehst nicht bis ganz runter und scrollst ganz runter, was ist da? Selbst wenn du es mal machst, vielleicht noch, geschweige denn, gehen wir auf weitere Seiten. Ne? Das ist ja dann, wenn man einen Suchbegriff eingibt, das sind ja keine Ahnung, wie viele tausende Seiten da gelistet sind, wo du ja immer weiter blättern kannst. Das macht niemand von uns. Das macht niemand von uns, schon weil wir keine Zeit und Muße dafür haben und uns die auch nicht nehmen. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn du dich mit einer Webseite beschäftigst, wenn das tatsächlich deine Zielgruppe anspricht, dann darf die so gestaltet sein oder in dem Falle, ich habe das Wörtchen muss so aus meinem Sprachjargon gestrichen, aber in dem Falle, die muss so gestaltet sein, dass wenn jemand dein Thema, das du anzubieten hast, googelst, dass du auf der ersten Seite stehst. Sofort oben eingeblendet bist. Das geht mit Werbung, das geht aber auch auf andere Dinge. Da muss eine sogenannte Suchmaschinenoptimierung. Ich will in diese Themen jetzt nicht weiter einsteigen, aber nur damit du es weißt, warum es nicht funktionieren kann, einfach nur eine Webseite gestalten, die du total toll findest, wenn du damit aber nicht die Menschen ansprichst, die zu dir passen, geschweige denn in der Sprache sprichst, die Menschen anspricht, selbst wenn sie deine Webseite dann finden. Okay? So. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist auch noch, und das ist ein Thema, wo wir die meisten unheilsamen Prägungen haben, ist das Thema Geld-Mindset. Egal, ob du ein physisches Produkt entwickelst oder meist geht es bei dir, gehe ich mal von aus, weil du in meinem universellen Feld ja hier bist, ein Angebot, etwas anzubieten, eine Hilfestellung,
andere Menschen anzubieten, die ja wenig greifbar ist. Ja, also deshalb sind so viele klassische Art und Weise mit ihrem Helfersyndrom unterwegs. Ich habe gerade die Woche Kontakt gehabt zu einer Tierkommunikatorin, die hat so, so wertvolle Dienstleistung tatsächlich im Angebot. Und als Energieausgleich steht dann auf der Preisliste 15 Euro für eine Tierkommunikation. Davon kann man ja natürlich nicht leben. Selbst wenn ich den ganzen Tag 8 Stunden lang, was nicht geht, gerade im energetischen Bereich, mit Tieren kommuniziere. Ich komme ja da nicht mit 15 Euro zum Beispiel auf den grünen Zweig. Das ist das dann, wo man schaut, was ich eingangs erwähnt habe, was verlangen andere? Und wenn man dann in den Anfängen steht, ja, machen wir mal 15 oder 20 Euro, das Ding kann so nie funktionieren. Also, Geldmindset. Da haben wir so seltsame Ansichten darüber, das, was wir nicht greifen, was wir nicht anfassen können, das darf auch nichts kosten oder das darf nur wenig kosten. Oder ich kann doch nicht mit meiner Botschaft, die ich in mir trage, mit meinem Helfersyndrom in Anführungsstrichen, kann ich doch jetzt nicht sagen, eine Stunde bei mir kostet 1000 Euro. Das hat alles mit interessanten Ansichten zu tun, die wir in unserem System abgespeichert haben. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, zu deiner Lebensaufgabe, zu deiner Vision, zu deiner Mission, zu deinem Lebensplan, wenn du den Ruf deiner Seele, Seelenberuf wollte ich sagen, sorry, wenn du dem Ruf deiner Seele tatsächlich folgen möchtest und auch im Außen der Beitrag sein möchtest, der du wirklich sein willst, also auch anderen Menschen zu helfen. Und was daraus dann erfolgt, das ist der Erfolg auch im Hinblick auf die Geldenergie, die wir ja nun mal brauchen. Wir leben ja nun mal in einer materialistischen Welt. Ist ja auch ein Segen, dass wir Geld haben. Dass wir nicht zum Bäcker gehen und mit ihm verhandeln müssen, wenn wir ein Brot wollen oder Brötchen, was wir als Gegenleistung ihm da irgendwie anbieten können. Das Geld ist ja eigentlich ein Segen, diese Idee. Geld als Tauschmittel ist eigentlich ein Segen. Jetzt kannst du schon mal hinlauschen, was es gerade dann in dir denkt, wenn du diesen Satz hörst. Geld ist eigentlich ein Segen. Da wirst du schon ganz, ganz wertvolle Glaubensmuster und Prägungen erkennen. So. Und da gilt es einfach auch, dir bewusst zu werden, dass du dieses Mindset zum Geld ändern darfst, dahingehend, dass eigentlich das, was du in dir trägst, deine Botschaft, die du mit den Menschen teilen möchtest, die auch deine Botschaft brauchen, die sie haben wollen, nur du kannst ihnen auf deine Art und Weise so weiterhelfen, dass das eigentlich unbezahlbar ist. Eigentlich unbezahlbar ist, eigentlich in Zahlen überhaupt nicht zu messen. Das ist ja ein immaterieller Wert. Und du dir erlauben darfst, aber dennoch die Geldenergie als energetischen Ausgleich zu empfangen in deinem Leben, die es braucht, dass du in deiner vollen Kraft, Größe und Energie bist und tatsächlich auch dem Ruf deiner Seele weiter folgen kannst, die Projekte unterstützen kannst, die Dinge ins Leben rufen kannst, die es dazu braucht. Und dazu braucht es ja auch nun mal wiederum Geldenergie. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und noch ein wichtiger Aspekt, was ich auch immer wieder höre. Und da ist mir meine Pippi-Langstrumpf-Mentalität zugute gekommen. Ich erschaffe mir meine Welt so, wie sie mir gefällt. Und lieber unperfekt starten, als perfekt erst gar nicht anzufangen. Also erstmal gucken, dass ich in dem Bereich perfekt bin und dann das perfekt mache und dann das. Perfektes Produkt erstelle und dann erstmal das perfekt mache. Damit können wir auch unser ganzes Leben verbringen. Ich bringe dir noch ein Beispiel dazu, weil viele dann, das hatte ich ja eingangs erwähnt, was mir die letzten Wochen und Tage auch immer wieder begegnet ist. Ich habe jetzt meine Ausbildung fertig und jetzt bin ich erstmal dabei, so mein Produkt zu erstellen. Schau mal, ich habe hier so schicke
so schicke, wie nennt man das, Teelichter. Wenn du nie, wenn jemand die Idee hat, Teelichter zu machen, so, und dann macht das hier. Ich zeige es mal hier in die Kamera. Weil man das Design hier ganz toll findet, ja? So. Und dann produziert man das und zeigt sich dann mit den Teelichten am Markt und wundert sich, warum es niemanden interessiert. Teelichte hier, gut, die kosten ja nichts, aber ist jetzt ja egal, was für Beispiel. Ich will es ja nur metaphorisch mal auf den Punkt bringen. Und niemand interessiert sich dafür. Warum? Weil der Trend im Grunde genommen gar nicht zur Zeit darum geht, solche goldfarbenen, eckigen Teelichte zu produzieren, sondern keine Ahnung, weil irgendwelche anderen Kerzenformen gerade total am Markt gefragt sind und keiner Teelichte benutzt, weil, egal. Du kannst es mit jedem x-beliebigen Produkt machen. Das ist das Ding, dass du ganz viel Zeit damit vergeuden kannst, erstmal dein eigenes Produkt zu erstellen, um dann, weil den Fehler habe ich auch gemacht, nicht nur, dass ich mir total schwer getan habe, mal mein ganzes Wissen so in einen Konsens zu packen, ich wusste gar nicht, wo anfangen, vielleicht geht es dir ja auch so, weil du schon so viele Ausbildungen, Zertifikate hast, so viele Interessen und gar nicht weißt, wie packst du das zusammen. Und dann habe ich mich gewundert, als ich dann doch irgendwie mal so ein Paket geschnürt hatte, warum es niemanden interessiert. Weil du einfach an deiner Zielkundin, an den Menschen, denen du eigentlich helfen willst, vorbeigesprochen hast. Weil du da Dinge drin hast, die sie gar nicht brauchen und andere Dinge, die sie wirklich brauchen, die konnten nicht in deinem Bewusstsein sein. Deshalb ist es so wichtig, dass du erstmal unperfekt startest, sondern und dich stattdessen einfach mal deinen Kunden so zeigst, also den Menschen zeigst, die deine Hilfestellung haben wollen und dann herausfindest, was wollen die wirklich? Wollen die hier eckige Teelichte, goldfarben oder keine Ahnung, wollen die silberne oder was auch immer, ja, bezogen auf das, was du zu bieten hast. So, ihr Lieben, das waren so zusammengefasst die Dinge, die du brauchst, um wirklich erfolgreich durchzustarten. Monika Huber ist kein Empfang mehr, ist wieder weg. Okay, ja, Monika, schaust ja nachher in der Aufzeichnung ein. Genau, also nochmal zusammenfassend. Was du definitiv nicht brauchst, schaust dir gegebenenfalls nochmal an, falls du auf diesem Weg unterwegs bist. Du brauchst keine Webseite, du brauchst keine Flyer, du brauchst keine Visitenkarten, du brauchst keinen YouTube-Kanal, du brauchst keinen Instagram-Kanal, du brauchst auch keinen Facebook-Kanal. Du brauchst keinen Podcast. Also diese Dinge, die ich eben aufgezählt habe, das brauchst du alles nicht, um erfolgreich durchzustarten. Im Gegenteil, du kannst ganz, ganz viel Zeit damit verbringen, während Menschen im Feld eigentlich darauf warten, dass sie dich finden. Was du brauchst, ist die Klarheit zu deinem Seelenplan, zu deiner Lebensaufgabe. Du brauchst deine Vision, du brauchst deine Mission, den roten Faden in deinem Leben. Du darfst ganz klar wissen, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt. Du darfst dich auf dem Weg dahin befreien von all diesen unsichtbaren Schleiern, Mustern, Prägungen, Glaubenssätzen, was auch immer, aber auf dem Weg dahin. Bitte verabschiede dich von dem Gedanken, dass du das erstmal alles lösen musst und erst dann. Erst wenn dann, egal in welchem Bereich, funktioniert nie. Und dann darfst du beginnen, dir klar darüber zu werden, wer ist genau meine Zielgruppe ganz glasklar in einem Satz ausgedrückt. Du darfst dein Geld-Mindset in die Heilung bringen, dass du dir auch erlaubst, die Geldenergie zu empfangen. Achtung, ganz wichtig, es geht hier in erster Linie um dein Gegenüber, damit dein Gegenüber alles das umsetzt, auch was du ihm zu geben hast. Und was daraus dann erfolgt, das ist der Erfolg für dich, auch im Hinblick auf die Geldenergie.
Und du darfst dich lösen von dem Gedanken, ich muss erst perfekt in allem sein, ich muss das erst perfekt selbst umsetzen, erst dann. Und dazu ist noch etwas ganz, ganz wichtig, der Wille, dein starker Wille, der auch in dir verankert ist, sonst wärst du nicht hier, wirklich dich selbst zu verwirklichen, im Sinne von ich wirke, dass du aufhörst, dich zu verbiegen und Dinge zu machen, die dir mehr Energie rauben, als sie dir schenken, damit deine Seele auch aufhören darf, dir weiter Botschaften zu schicken, um dir zu zeigen, hier korrigier deinen Weg. Ja? Und dann, wenn du diese Dinge, diese Schritte beachtest, was daraus dann erfolgt, das ist dein Erfolg, um in das Leben zu kommen, wo du wirklich hin möchtest, um in das freie, selbstbestimmte Leben zu kommen, wo du hin möchtest. Okay? So, du hast jetzt mehr als 12 Dinge sogar erfahren, die du nicht brauchst. Du hast mehr als 5 Dinge erfahren, die du brauchst. Was genau fehlt dir jetzt noch? Was glaubst du, was fehlt dir jetzt noch oder wo hakt es jetzt bei dir, dass du sagst, ja, Irmgard, das ist gut und schön, aber wie setze ich denn das um? Wie kriege ich denn da die Klarheit? Wie integriere ich denn tatsächlich ein System, eine Strategie, die auf mich abgestimmt ist, dass ich mich da draußen zeige? Und dazu findest du im Kommentarfeld einen Link zu einem Formular. Teil mir das da mit, kannst du ankreuzen, was genau dir fehlt und ein paar Daten angeben. Ja, und dann lass uns bei dir gerne näher hinschauen, weil ja, wir sind alle miteinander verbunden, alles ist ein großes Ganzes und dennoch ist ja jeder in diesem großen Ganzen ein Individuum. Also ich habe dir jetzt so pauschal ganz viele Schritte mit auf den Weg gegeben, die du unbedingt beachten musst und solltest, um erfolgreich zu werden. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber bei mir ist das so und da habe ich noch einen Knoten, wie setze ich denn das um? Ne? Also einen Knoten im Kopf von der Denkweise her. Es sind manchmal so kleine Impulse, die es braucht. Und dazu dient das Formular. Trag dich da ein und dann sprechen wir einfach unter vier Augen persönlich miteinander. Nimm mir da gerne so 15, 20 Minuten Zeit. Mach dir da auch kein Angebot. Du kannst in diesem Telefonat nichts kaufen. Weder bei mir noch bei jemandem aus unserem Team, sondern du bekommst von uns, von mir dann, wenn du mit mir direkt sprichst, weitere Impulse zum Umsetzen, um ja auch erfolgreich durchzustarten in das freie Leben, das du wirklich gerne möchtest. Also, in diesem Sinne, hab noch einen wunderschönen Sonntag, ganz liebe und sonnige Grüße, danke für dein Dabeisein, danke für deine Zeit. Und hab Mut, sei es dir wert. Klick auf den Link und teile mir da gerne mit, was dir jetzt noch fehlt, um wirklich erfolgreich durchzustarten. Und lass uns da gern gemeinsam ganz individuell bei dir näher hinschauen. Bis dahin, ciao, ciao.